Ich verstand's nicht, warum's so wichtig ist, dass man Macht hat und viel Geld. Und ich verstand's nicht, warum man nur was ändern kann, wenn man reich ist und prominent. Warum wird so viel Wert drauf gelegt, wie man ausschaut und woher man kommt? Und warum kann man nichts riskieren ohne Angst und ohne Grund? Das Leben könnte so schön sein, ohne Krieg und ohne Neid. Alle Menschen leben zusammen und niemand stirbt in Einsamkeit. In meiner Traumwelt gibt's keine Grenzen mehr, keine Bombe und keine Rass. Mit Freundschaft, Toleranz und Menschlichkeit lernen wir zusammen ohne Hass. Mit Freundschaft, Toleranz und Menschlichkeit lernen wir zusammen ohne Hass. Wenn jeder klar auf den anderen schaut und nicht nur auf sich selbst, dann machen wir Paradies aus der wunderschönen Welt. Das Leben könnte so schön sein, ohne Krieg und ohne Neid. Alle Menschen leben zusammen und niemand stirbt in Einsamkeit. In meiner Traumwelt gibt's keine Grenzen mehr, keine Bombe und kein Rast. Mit Freundschaft, Toleranz und Menschlichkeit lernen wir zusammen ohne Hass. Mit Freundschaft, Toleranz und Menschlichkeit lernen wir zusammen ohne Hass. Book of love is long and boring. No one can lift that damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me and you. You can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me, and you can sing me anything. Book of love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you read to me, and you.
Ich lese jetzt einfach ein paar Sitte aus dem Buch vor. Gabriel und der Löwe. Eine Reise voller Liebe, Glaube und Hoffnung. Vor gar nicht allzu langer Zeit lebte in einem kleinen Dorf ein aufgeweckter Junge. Sein Name war Gabriel. Er hatte ein kleines Brüderchen namens Jonas. Gabriel liebte Jonas über alles. Gabriel war ein toller Bruder. Er spielte mit Jonas Verstecken und ließ ihn dabei immer wieder gewinnen. Er ging mit Jonas an den kleinen See und brachte ihm das Schwimmen bei. Und ganz oft durfte Jonas ihn zu seinem großen Lieblingsbaum auf dem Hügel begleiten, wo sie gemeinsam kletterten. Die beiden waren ein Herz und eine Seele, einfach unzertrennlich. Doch eines Tages wurde Jonas sehr krank. Keiner konnte ihm helfen. Gabriel machte sich große Sorgen um sein kleines Brüderchen. Als Gabriel von einer Heilpflanze erfuhr, die weit weg von zu Hause in einem fernen Land wachsen sollte, beschloss er, nach ihr zu suchen. Er packte einige Sachen zusammen und machte sich auf den Weg. Gabriel suchte und suchte. Doch so sehr er sich auch bemühte, er konnte die Heilpflanze einfach nicht finden. Und so kehrte er traurig und erschöpft nach Hause zurück. Kurz darauf verstarb sein kleines Brüderchen. Von diesem Tag an war für Gabriel nichts mehr so, wie es einmal war. Seine einstige Unbeschwertheit und sein Lachen hatte er verloren. Eines Morgens saß Gabriel wieder traurig unter seinem Lieblingsbaum auf dem Hügel. Er war so unglücklich darüber, dass er seinem Brüderchen nicht helfen konnte und machte sich deswegen große Vorwürfe. Gabriel schloss die Augen, legte den Kopf in seine Hände und begann zu weinen. Da näherte sich dem Jungen ein großer, wunderschöner Löwe. Dieser stellte sich neben ihn und sprach mit liebevoller Stimme: Gabriel, warum bist du so traurig? Komm mit mir, ich werde dir etwas zeigen. Gabriel vertraute dem Löwen und kletterte auf seinen breiten, kräftigen Rücken. Der Löwe wandte ihm seinen Blick zu und sagte: Ich heiße Eli, halte dich gut fest, die Reise beginnt. Everything around me seems uncertain. No weary heart can take much more surprise. Wish there was a point on the horizon, something I could see with my own eyes. I need to tell you that I'm scared. I feel completely unprepared, and nothing is what it was 2 weeks ago. Everything I'm scared of and everything I hope, you hold my tomorrow and all tomorrow holds. You already know. I cannot seem to find the easy answers. Someday I hope the suffering makes sense. I just need to know that you are with me, even if you keep me in suspense. We talk so much these days because I have so much to say. You stay and listen to me closely, even though you already know.
my tomorrow, and all tomorrow holds, you already know. Danke. Die Reise mit dem Löwe kann man im Buch gut nachlesen. Ich erzähle den Nord eh noch ein bisschen dazu. Ich möchte aber noch der Prolog, also das Ende vom Buch, noch vorlesen. So eine kurze Geschichte, damit man gleich versteht, um was es geht. Die Geschichte von Gabriel und dem Löwen Eli entstand aus einem Traum heraus, den ich viele Jahre nach dem Tod unseres Sohnes Jonas durchleben durfte. Es war eine Zeit, in der mir das Lachen sehr schwer fiel. In meinem Traum hatte der Löwe keinen Namen. Es war mir jedoch sofort klar, wer mich auf dieser Reise begleitete. Es war Jesus. Seither bin ich jeden Tag mit Jesus unterwegs und dafür bin ich unendlich dankbar. Täglich gehen wir ein paar Schritte zusammen und ich spreche mit ihm über alles, was mich gerade bewegt. Ich berichte ihm von meinen Erfolgen und von den vielen freudigen Ereignissen in meinem Leben. Und ich erzähle ihm auch oft von meinen Problemen und meinen Ängsten und meinen Sorgen. Oft frage ich ihn dann, was jetzt zu tun ist. Und ich bekomme immer dieselbe Antwort. Bleib in der Liebe und lass dich von mir verändern. Also wenn man das Bild so sieht, so bin ich einmal da geguckt. Ich weiß, dass viele dahin sind, wo das vielleicht kennen. Wenn man so eine Hoffnungslosigkeit hat und eine Ratlosigkeit, wo man ums Leben durchfliegt und eigentlich nichts mehr halten kann. So fühlt sich das ungefähr an. Und es hat sich dann auch so angefühlt, dass die Werte sich verschoben haben. Man tut als junger Mann, in meinem Fall, sich in Sport betätigen, man fängt immer Pläne zum Hausbauen und man gibt dem wahnsinnig viel Wert und setzt so ganz viel Energie drauf, auf das rein. Und im Prinzip vergisst man das Wesentliche. Und das ist mir extrem klar geworden in der Situation, wo der Löwe Eli, Jesus, vor mir gestanden ist, wo du gewusst hast, du kannst aus dir selber raus, habe ich nichts mehr tun können. Weil alles, was mir wichtig war in dem Moment, nur mal wichtig war. Es war das Geld nur wichtig, es war der Job nur wichtig, es war der Sport nur wichtig, es war eigentlich nichts mehr wichtig. Nur der Jonas war eigentlich, man hätte ja alles hergegeben für das, um das wieder rückgängig oder irgendwas zum tun. Nur man kann nichts tun. Und auch die Ärzte können nichts tun. Und dann hockt man halt da. So kann ich immer was tun können. Ich bin Installateur. Also wenn wir ledig sind, nimm dann Installateur. Die richten alles. Aber wie gesagt, aber da stoßt halt wirklich an die Grenzen, Spaß beiseite. Und das hat der Konduktor was machen können. Die haben nur den Kopf geschüttelt, da kann man nichts tun. Und das macht dann richtig ratlos. Und in dem Moment, wo du das erkennt hast, wie machtlos dass du bist und wie abhängig dass du von was anderem bist, war das so recht beschämend für mich, wo ich dann das Erlebnis kam, wo der Löwe vor der Tür ist, wo ich sagen musste, es tut mir einfach nur so leid, dass ich 30 Jahre lang gelebt habe. Nicht falsch verstehe, es ist alles in Ordnung, wenn man Schaf hat, wenn man Sport hat, ich liebe das, wenn junge Menschen Sport machen und alles. Aber die Priorität hat sich verschoben. Und als kleiner Bub bin ich Kamerinerer, bist im Bettlehrer und hast Bertha am Abend. Mit dir selber. Und das war gut, das hat sich auch gut angefühlt. Wenn ich heute darüber nachdenke, denke ich, du warst richtig zu ihr und das war so ehrlich, so kindlich naiv, Bertha. Und so gehört das auch. Und dann muss man zumal, man kann alles selber regeln, richten, Pläne schmieden. Und man merkt, es kann ganz schnell anders sein, und zwar ganz schnell. Und dort habe ich wieder zum Glauben gefunden durch das. Und ich war dann so dankbar, dass ich meinen alten Freund wieder gefunden habe, wo ich ein kleiner Bub war. Und er hat mir dann einfach auch viel gezeigt.
Und das war nicht irgendwie belehrend oder irgendwie, es hat sich auch nicht so angefühlt, dass ich viel falsch gemacht habe, sondern er hat nur gesagt, gang mit, ich zeig dir, wie es weitergeht. Und er hat mir dann einfach viel gezeigt. Es ist auch darum gegangen, um seinen Wert wieder zu erlangen, weil in der Phase ist der Selbstwert, wo man so in sich hat, ziemlich gering, weil man nichts tun kann. Und der Selbstwert, das ist dann bei mir so wie gewesen, dass du eigentlich überlegt hast, ob das Leben Sinn macht für mich überhaupt. Und das ist jetzt wirklich so gewesen. Und dann kommt nochmals, dass das Leben härten wird. Weil erstens bist du geliebt, schon wegen dem härten wird. Und man hat sich dann so aufgefangen gefühlt in der Phase. Und ich habe noch viel lernen dürfen. Es ist dann noch viel um Verzeihen gegangen. Wo halt für mich total wichtig, ein wichtiger Punkt in meinem Leben ist, wo ich selber erfahren habe dürfen, wie wichtig das ist. Weil das, wenn man immer Hass drin ist oder in einer Unversöhntheit, das zieht dann halt richtig ab. Und man kann den auch nicht lieben, in dem Sinn, weil da dann einfach was nicht stimmt. Und das habe ich auch dürfen erfahren, wie das richtig geht, weil es er einmal vorgesagt hat, für viele, 2000 Jahre, wie man verzeiht. Und das fühlt sich dann richtig gut an, wie man sagen kann, wohl, ich muss verzeihen. Und das ist manchmal ist so ein Prozess, das ist nicht immer so einfach, das ist schon klar. Aber es war eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, ich möchte das können, ich will das können. Und in dem Moment, wo ich das so können habe, habe ich gemerkt, wie von mir viel wegfällt. Weil es sammelt sich, ich sage mal, Lehrer, ich sage mal, junger Lehrer, mit viel Sport und keine Ahnung was alles, sammelt sich auch ein bisschen was an, wo man sagen muss, ich hätte eigentlich auch zu viel zum Abgier an Sünden, wie man es so nennen darf. Es sammelt sich einfach viel an. Und für mich ist das schon wichtig, dass man das so benennt, weil es ist nicht immer alles bloß ein Klinkerlchen. Jede Handlung, die man macht, erzeugt eine Reaktion. Wenn ein Mensch was Nettes sagt, freut sich der. Wenn ein Mensch was Schlechtes sagt, ist er traurig oder vielleicht sogar gedemütigt oder einfach nur verletzt. Und dann hat man halt, sammelt sich im Leben halt auch, man verletzt halt Menschen, auch ich. Oder? Auch mit Untreue und mit was immer so anfällt, in Gedanken, in Taten. Und das habe ich auch erleben dürfen, dass das abgekannt ist. Und das ist dann für mich die richtige Befreiung, wo ich denke, mal jetzt wird es wieder leicht. Und man kann wieder vorwärts gehen und neu anfangen und man kriegt eine zweite Chance. Und es sind so viele, viele Sachen, die ich lernen dürfen, zum Beispiel das Urteilen. Ich war ein Spezialist im Lüttital und in Schubladen stecken und das Urteil sprechen und das Urteil sprechen. Und sonst was ich urteile nicht, weil du verurteilst dich selber. Und das ist mir so bewusst geworden, wo vor letztes Jahr war mal auf dem K2 der Sherpa, wo da abgerutscht ist und wo den dort liegen geblieben ist und ganz viele Kletterer auf 8000 Meter, und das ist eh ein Wahnsinn, über dann drüber gestiegen sind und dann liegen lassen, oder? Und das Erste, was ich denke, wie können die denn nur liegen lassen, oder? Da muss man doch was tun, oder? Und dann kommt einer, du darfst nicht urteilen, oder? Du machst dasselbe jeden Tag. Jeden Tag sterben Leute, verhungern und du hast Geld. Du könntest jeden Tag 100 Leute retten, wie du hättest. Es geht aber nicht um das, dass es du sollst. Also einfach, dass du nicht urteilst. Das habe ich gelernt. Und das habe ich so viel mal, egal welches Urteil, das ich spreche, jedes Mal denke ich mache jetzt genau dasselbe. Aber es geht einfach nur nicht darum, dass man es perfekt ist, sondern einfach, dass man gewisse Sachen umtut. Und das mit den Urteilen, das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, mal probiert zum mitmachen, oder es klingt halt nicht. Aber es ist mir bewusst, dass es nicht okay ist. Und ja, und so habe ich halt die Reise erlebt und habe viel gesehen, aber das Wichtigste an dem Ganzen war natürlich, dass ich gesehen habe, dass der Jonas in guter Hand ist. Und das hat man mir auch gezeigt.
der steht in dem Buch ein bisschen beschrieben, dass er daheim ist, dass er bei seinem Vater ist, wo mein Vater ist, wo irgendwie noch nicht darf. Und ich dem Jonas begegne, auf Augenhöhe, nicht als seinem Vater, weil die Liebe, was er dort kriegt, kann ich ihm nicht geben oder hätte ihm nicht geben können. Und ja, und das hat dann noch für mich das Ganze wieder gekehrt, dass ich wieder das Leben zurückgefunden habe und das gut sein kann und mich eigentlich freue, wenn ich ihm wieder mal begegnen kann. Oder? Wobei das hat natürlich viel Zeit, oder? Weil ich habe eine wunderbare Tochter, wunderbare Frau und für mich ist jetzt einfach wichtig, dass ich an erster Stelle ist für mich jetzt einfach Jesus. Und alles andere ist alles super. Ich liebe Sport, ich liebe Musik, ich gehe gern fort, was auch immer. Aber an erster Stelle ist für mich Jesus. Weil das ist das Fundament, wo hebt. Alles andere habe ich gemerkt, hebt ja gar nicht. Nur der Sport hebt mich nicht. Ich falle einfach durch in Tiefen, wo kein Mensch haben will. Und die Tiefen sind extrem tief. Wenn ich Noah sehe, oder, das ist ein Vorbild für mich, oder? Weil ich weiß, was ein Mensch, wie viel Kraft das braucht, um wieder aufzustehen und zu sagen, es geht weiter. Und dann auch Menschen sind für mich so, haben so eine Vorbildfunktion, wo vielleicht Sachen passieren, wo keiner will, wo eigentlich keiner will. Und trotzdem trifft es manche. Und ich weiß nicht wieso und ich habe viele Fragen, kriege ich keine Antworten. Aber wir haben einfach eine Vorbildfunktion. Und jeder von uns, ob er jetzt ein Problem hat oder keins, wir müssen alle ein Vorbild sein. Und probieren zum jeden Tag Liebe zu verteilen, zum gute Worte zu finden, ehrlich zu sein, mit sich selber, mit anderen. Und ja, für Zärtli mega, aber ich möchte abschließend einfach nochmal sagen, für mich ist einfach wichtig, dass das Fundament stimmt. Und das Fundament, das habe ich gemerkt, das Einzige, was am Ende dreht, ist mein Glaube. Und das muss als erstes an erster Stelle stehen. Ich sage so gerne der Lorena und der Petri immer, ihr müsst als erstes das haben. Es nützt nicht, wenn ihr auf mich wohnt, oder? Zum Beispiel. Das tun sie sowieso nicht, aber. Aber zum Beispiel halt, wenn man sagt, das ist der wichtigste Mensch, ich bin auf den, oder? Das ist schon gut, oder? Aber das ist vielleicht der zweite und der dritte oder der vierte wichtigste Punkt. Am ersten Punkt ist immer der Glaube für mich. Und das probiere auch der Lorena und der Peter. Und das ist halt. Hinter steht man zwar auf dem Fundament, einmal mir geht es auch so, Noah vielleicht auch, ich weiß nicht. Und man steht da oben und denkt, der hebt ja gar nichts. Es fühlt sich manchmal auch nicht so an. Weil es manchmal so schlecht geht oder gerade so ein Ding steckt, wo man denkt, das hebt nicht. Aber es hebt, auch wenn man es nicht fühlt. Man muss, ich sage, wenn der Glaube nur so groß ist wie ein Staubkorn, das ist unverrückbar, es hebt. Und was ich halt auch gesehen habe, ist, dass man im Glauben noch Heilung erfahren. Und ihr Heilung selber erfahren, jetzt vielleicht nicht lauftechnisch, aber im Herzen eine Heilung erfahren. Und dort fängt der Frieden an. Das ist dann umso wichtiger, ob ich laufen kann oder nicht laufen kann. Das wird für sowieso, irgendwann wird das auch gut sein. Und dann rennen wir wieder. Oder? Aber und bis dahin muss man einfach glauben und vertrauen. Und das ist das, was mich halt aufrecht hält, dass das nur auf Zeit ist, die Probleme. Und die Zeit locken wir locker ab. Und solange genießen wir das Leben und probieren zum anderen aufhelfen, wo vielleicht gerade am Boden liegen und ein Verständnis haben für Leute, wo gerade in deiner Tiefen sind, wo kein Mensch haben will, aber wo halt jeden treffen können, leider. Und ja, und somit möchte ich eigentlich aufhören. Reda.
the setting sun. But never, 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 I never wanted water once. No, never, 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 never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam across the devil's lake, but never, 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 I never make the same mistake. Oh, never, 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 never. Did you ever lose yourself in a maze of desperation? And have you ever felt as if you're drowning in a bowl of thoughts? Pictures of old memories and endless imaginations keep on showing you what could have been and what seems already lost. Keep on moving, don't stop trying. Keep on fighting, and don't ever give up. The path of life ain't easy, but if you keep believing, there's always another light that will guide you home. Did you ever feel the pain of a heart when it starts breaking? And do you sometimes lie awake because you're too afraid to sleep? Tell me, did you ever lose your pride because you've loved the wrong one? And did you ever kneel in front of someone who doesn't care? Keep on moving, don't stop trying. Keep on fighting, and don't ever give up. The path of life ain't easy, but if you keep believing, there's always another light that will guide you home. You be still, will I stand in your
Okay.